Huh. Bring die Hauptsegel in den Wind! Viere freimachen, hast etwas Segel sehen? Bring jeden fetzen Stoff in den Wind! Ich weiß, unser Mädchen kann segeln. Jetzt zeigt es! Steuert!
fangt etwas Wind ein! Enttäuschung bist du, Thatch. Er ist entschlossen zu bleiben, sagt er. Zum Teufel mit ihm. Und alle sollen hängen, die dem Bastard in die Vergessenheit folgen. Was für ein Tölpel. Ich weiß, du willst mich nach Hause holen, Kenway. Ich schätze dein Vertrauen. Doch Nassau ist am Ende. Und ich bin es auch. Das sehe ich anders, mein Freund. Jedoch kann ich es dir nicht verübeln. Du suchst immer noch nach diesem Weißen? Ei. Bei einem Überfall letztens hörte ich, dass ein Mann namens Roberts ein Sklavenschiff betreibt. Die Princess. Vielleicht siehst du es dir an. Die Princess. Danke, Thatch. Nun steh nicht da wie ein Fass nasse Fische. Lass uns meinen Ruhestand feiern. Entkork dem Mann sein Frühstück. Lass uns ein paar Flaschen übrig. Hallo, Männer, Leutnant, ist hier jemand? Was? Ihr bleibt hier. Schießt auf alles, was sich bewegt. Es war ein Deserteur bei ihm, der mein Gesicht kannte. Schlitzte ihm die Kehle auf, bevor er mich anschwärzen konnte. Hat das jemand gesehen? Ich glaube nicht, Sir. Doch ich fürchte, Kenway hat Verdacht geschöpft. Ihm entgeht nicht viel. Erzähl von diesem Strand. Eine feine Versammlung, Sir. Die meisten sind volltrunken. Das kommt uns sehr gelegen. Erzähl mir von Edward Teach. Was ist das für ein Mann? Sein Name ist Thatch, Sir. Deserteur bei ihm, der mein Gesicht kannte. Ich schlitzte ihm die Kehle auf, bevor er mich anschaute.
Es war ein Deserteur bei ihm, der mein Gesicht kannte. Ich schlitzte ihm die Kehle auf, bevor er mich anschwärzen konnte. Hat euch jemand gesehen? Glaube nicht, Sir. Doch ich fürchte, Kenway hat Verdacht geschöpft. Ihm entgeht nicht viel. Erzähl von diesem Strand. Eine fallende Versammlung, Sir. Die meisten sind voll trocken. Das kommt uns sehr gelegen. Erzähl mir von Edward Teague. Was ist das für ein Mann? Sein Name ist Patch, Sir. Zumindest nennt er sich so. Ein ganz verrückter Hund ist das. Reichlichlose Gedanken, Sir. Details, Mann. Hör auf mit den Gefasern. Nun, Sir, er trinkt sehr viel zum Beispiel. Und hat ein eigenes Getränk. Ein ganz normaler Rumflip, aber mit einer halben Ladung Schwarzpulver. So. Hast du richtig gehört? Er trinkt Schwarzpulver? Nein, Sir. Nur zur Schau. Und erst letzte Woche rief er ein paar seiner besten Männer zusammen und schickte uns in den Frachtraum seines Schiffes, wo er Schwefel und andere stickende Dinge verbrannte. Wir saßen da im Qualm, als wäre es der Höllenpfuhl selbst, das kann ich euch versichern. Guter Gott! Warum denn das? Er wollte uns auf die Probe stellen, unsere Tauglichkeit testen. Natürlich hat er es wie immer am längsten ausgehalten. Ich müsste da sterben, dreckige Wilde. Seid unbesorgt, Soldat. Das wird ihr Ende sein. Hallo. Es ist Zeit. Schnell, gebt das Signal. Und erinnert euch stets an diesen Tag. Was zum Teufel?
Was habe ich?